Das ist Tom. Tom will nachhaltig und in ein Schweizer Produkt investieren und sucht deshalb nach einem passenden Angebot. Allerdings ist er verwirrt, da es so viele diverse Angebote gibt. Er weiß nicht, welchem Angebot er trauen darf und wo er sein Geld überhaupt sicher in der Schweiz anlegen kann. Die Lösung für Toms Problem ist Budbird. Bei Budbird investiert Tom in Schweizer Produkte mit keiner Abhängigkeit zu den internationalen Finanzmärkten. Hier findet Tom genau das richtige Investment. Denn als erstes Unternehmen in der Schweiz hat Green Agro Trade AG mit Budbird ein innovatives Modell für nachhaltige Cannabiswirtschaft in der Schweiz entwickelt. Damit können jetzt auch Privatanleger in den boomenden Cannabismarkt investieren und von den hohen Renditechancen des Cannabis-Investments profitieren. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Die Cannabispflanzen werden indoor gezüchtet und circa 4 bis 7 Wochen später zwischen Ende April, Anfang Mai outdoor eingepflanzt. So stellt Budbird sicher, dass die Cannabis-Stecklinge am Ende auch zu gesunden und profitablen Pflanzen heranreifen. Die Cannabispflanzen werden über die gesamte Laufzeit von maximum 2 Jahren von Landwirten und Plantagenmanagern bewirtschaftet. Die Erntezeit für die Cannabispflanzen findet zwischen Ende Oktober und Anfang November statt. Zur Erntezeit kommen zusätzlich 7 bis 14 Tage für den Ernte-, Schnitt- und Trocknungsprozess dazu. Dank bestehender Abnahmeverträgen kann Budbird vor Ort ihren Kunden den Verkauf des durch die Ernte gewonnenen Cannabis garantieren. Tom wird mit seiner Investition ein Cannabispflanzeneigentümer und sichert sich einmal jährlich grüne Erträge. Die CBD-Plantagen der Green Agro Trade AG befinden sich in der Schweiz. Tom ist begeistert. Dank Budbird ist die zeitaufwendige Suche nach einem nachhaltigen Investment vorbei. Besuche uns jetzt auf budbird.ch und werde heute noch ein Cannabispflanzeneigentümer. budbird.ch